Sehr geehrte Damen und Herren, dann darf ich Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Pressegespräch begrüßen. Vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ich habe Ihnen vor einiger Zeit angekündigt, dass wir bei dieser Wahl als Bewegung in die Wahl gehen wollen, dass wir ganz bewusst auf Stärken aus der Volkspartei setzen wollen, aber gleichzeitig offen sein werden für neue Persönlichkeiten, die sich bisher noch nicht politisch engagiert haben, die aber jetzt bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, in diesem Land etwas verändern wollen und bereit sind, bei uns mitzumachen. Ich habe Ihnen gesagt, dass das alles Persönlichkeiten sein werden, die in ihrem Bereich eine ganz besondere Expertise haben, die einen großen Beitrag bei uns leisten können, die noch nie politisch für uns kandidiert haben, aber die in diesem Land etwas verändern wollen. Ich habe Ihnen letzte Woche Evgeny Dönmez präsentieren dürfen als Experten im Bereich der Migration, der Sozialarbeit, aber auch im Kampf gegen den politischen Islamismus, und wir haben sehr viel positives Feedback auch bekommen. Ich darf Ihnen heute eine weitere Persönlichkeit präsentieren, die auf unserer Liste kandidieren wird, und zwar ist das Maria Großbauer. Ich nehme an, einige von Ihnen kennen sie. Wir haben mit ihr eine Persönlichkeit gewonnen, die wie kaum eine andere für den Kunst- und Kulturbereich steht. Ich freue mich, dass sie bereit ist, bei uns für die Kunst und für die Kultur zu arbeiten. Ich freue mich, dass du bereit bist, bei uns im Team mit dabei sein zu wollen. Ich darf vielleicht, bevor ich an dich übergebe, noch ein paar Worte zur Person sagen. Die Maria ist eine, der, glaube ich, die Kunst und Kultur schon in die Wiege gelegt wurde. Der Vater war Philharmoniker, du bist sehr, sehr früh schon selbst auch als Musikerin aktiv geworden, hast Jazz-Saxophon studiert und hast jetzt zuletzt auch als Organisatorin des Wiener Opernballs Erfahrung im Kulturmanagement gesammelt. Zwischendurch noch Mutter und Unternehmerin geworden, also ich glaube eine ganze Bandbreite, die man im Leben nur so abdecken kann. Ich bin besonders froh, dass du bereit bist, bei uns mitzumachen, weil ich dich als eine sehr kreative Person kennenlernen durfte und weil es uns ein Anliegen ist, in dieser Kulturnation Österreich auch einen Beitrag im Bereich Kunst und Kultur zu leisten. In diesem Sinne sage ich herzlich willkommen und darf auch schon an dich übergeben. Vielen Dank, lieber Sebastian. Ja, ich freue mich sehr, dass Sebastian Kurz an mich herangetreten ist. Es ist auch mir ein großes Anliegen, etwas zu bewegen in diesem Land, nämlich konkret im Bereich Kunst und Kultur. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schön es ist, in einem kulturellen Umfeld aufzuwachsen, aber auch, wie es ist, als Künstler zu leben, als freischaffender Künstler, auch welche Sorgen und welche Schwierigkeiten das es da gibt. Ich habe Saxophon studiert, wie du gesagt hast, habe das neben meinem Beruf getan. Ich habe mich erst spät dazu entschlossen, Musik zu studieren. Der Mut war nicht gleich da. Und habe gearbeitet, ich habe studiert, ich habe in der Nacht Auftritte gehabt. Die Gagen waren nicht immer berauschend. Wenn man um 50 oder 70 Euro in einem Jazzclub auftritt, dann muss man das auch schon mal am eigenen Körper spüren, wie das ist, als Künstler zu leben. Bin in der Musikerfamilie aufgewachsen, ein Geschenk, wie ich meine, ist das. Die Hochkultur und die Volkskultur waren bei uns aber nie ein Widerspruch. Die gehören zusammen, ganz natürlich. Und ich habe auch in einer Musikschule, Gott sei Dank eine sehr engagierte Musikschule, eine sehr schöne Zeit verbracht. Ich habe Klavierunterricht gehabt, ich war im Kinderchor, ich habe Querflöte gelernt. Mit der Querflöte war ich auch 16 Jahre lang aktiv in einer Blasmusikkapelle in Niederösterreich. Da habe ich auch ehrenamtlich mitgearbeitet, viele, viele Jahre. Hauptberuflich, vor und nach meinem Musikstudium, war ich in der Werbung, in der Kreation. Habe in Werbeagenturen gearbeitet und habe mich dann aber selbstständig gemacht. War also Kleinunternehmerin, Einzelunternehmer, eine Ein-Frau-Unternehmen, eine Werbeagentur. Kenne also auch diese Seite in der Wirtschaft, wie das so ist, wenn man auch wie ein freischaffender Künstler sich allein behaupten muss. Österreich ist ein großartiges, wunderbares Land und ich liebe Österreich. Ich bin stolz, welche Künstlerinnen und Künstler dieses Land hervorgebracht hat. Ich würde sagen, unser kulturelles Erbe ist ein Schatz. Ein Schatz, so wie andere Nationen vielleicht Erdöl oder seltene Rohstoffe haben. Und bei uns ist es eben die Kunst.
die Musik, die Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Schauspieler, Regisseure. Die Welt bewundert uns dafür. Wir sind eine Kulturnation, wir sind das Musikland Österreich. Und es ist mir ein Anliegen, dass das auch in Zukunft so bleibt und so wahrgenommen wird. Es ist auch kein Widerspruch für mich, das kulturelle Erbe zu pflegen und weiterzugeben und trotzdem das Neue, das Andere zu suchen, entstehen zu lassen. Das Wesentliche für mich ist es, die Rahmenbedingungen und den Boden zu schaffen, damit ausgesät werden kann. Und ich möchte gerne mit Leidenschaft und Begeisterung für das kulturelle Umfeld, für die Künstlerinnen und Künstler unseres Landes da sein, für sie da sein, ihre Stimme sein, für sie kämpfen. Der Samen muss natürlich schon im Kindesalter gesät werden, im Kindergarten, in den Schulen, natürlich auch in den Musikschulen, im großartigen Blasmusikwesen in unserem Land, natürlich auch in unseren herausragenden Kunstuniversitäten. Hier kann es nicht genügend Menschen geben. Das ist eine große Aufgabe und ein großes Ziel, dass das so bleibt bei uns und noch intensiver wird natürlich. Ohne den Blick auf die Welt zu verlieren, müssen wir uns noch viel stärker auf unsere eigenen Ressourcen konzentrieren. Die Förderung und Unterstützung unseres eigenen Nachwuchs hier in Österreich in allen Kunstrichtungen, das ist mein oberstes Ziel. Ich freue mich sehr, als Kandidatin bei Sebastian Kurz zu sein. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam etwas bewegen. Ich freue mich sehr, deine Kandidatin zu sein. Und was ist jetzt konkret Ihr Ansinnen im Kulturbereich? Also was wollen Sie denn verändern? Also den ersten Teil der Frage darf vielleicht ich beantworten, nachdem das auch das ist, was ich zu entscheiden habe. Und zwar wird Marie Großbauer bei uns auf dem 6. Listenplatz kandidieren. Und was unser Programm betrifft, darf ich vielleicht übergeben. Also ich bin gerade natürlich jetzt gerade dazugekommen. Ich habe einige Ideen und weiß natürlich auch aus eigener Erfahrung, wie gesagt, wo es Probleme gibt. Man hat oft das Gefühl, es gibt natürlich Förderungen, es gibt vieles, aber oft kommt das Geld nicht dort an, eigentlich, wo es gebraucht wird. Da glaube ich, muss man schauen, wie man das eigentlich bündelt. Und mir geht es um die Menschen, um die Künstlerinnen und Künstler, nicht um eine Kulturbürokratie, wo das irgendwo versickert. Mir geht es darum, den Kulturschaffenden zu helfen, auch Dinge in die Hand zu nehmen, die schon seit Jahrzehnten eigentlich gemacht gehören. Sie brauchen eine bessere Plattform, auch in den Medien. Künstlerinnen und Künstler müssen eine Plattform haben, sei das natürlich in den Medien vor allem. Keine weitere Frage. Es besteht jetzt noch die Möglichkeit, seitlich Fotos zu machen. Ich wollte noch fragen, weil der Innenminister da in einer Talkshow einer Deutschen ein Interview gegeben hat. Ist das in Ihrem Sinne, was er da gesagt hat, zu den NGOs oder war das mit Ihnen abgesprochen? Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Statement Sie meinen, aber ich würde grundsätzlich vorschlagen, zu anderen Themen gern jetzt nachher im Anschluss, wenn es zu der Marie Großbauer keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank fürs Dasein und wir wären jetzt für Gespräche bereit.